Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In den letzten 25 Jahren haben die Menschen in Liberia viel Leid ertragen müssen. Aktuell leiden sie natürlich immer noch unter dem Ausbruch der Ebola-Krise. Aber es waren auch zwei blutige Bürgerkriege in der Vergangenheit, und einer davon war einer der schlimmsten auf dem afrikanischen Kontinent. Und 2003 hat die Weltgemeinschaft, haben die Vereinten Nationen sich dazu entschlossen, sich hier für mehr Frieden, Sicherheit und Stabilität zu engagieren und eine Friedensmission der Vereinten Nationen auf den Weg zu bringen, UNMIL. Und am Anfang hatte die Mission die Aufgabe, den Waffenstillstand abzusichern und hat auch Staatsaufgaben in dem bürgerkriegszerrütteten Land übernommen. 2003 waren 15.000 Männer und Frauen im Rahmen von UNMIL eingesetzt. Heute sind es noch 6.000. Und dazu gehört die einzige weibliche VN-Polizeieinheit. Und ich finde, wir brauchen mehr davon, weil es gerade für Frauen in Krisenregionen wichtig ist, auch weibliche Sicherheitskräfte als Ansprechpartnerin zu haben. Und in diesen Jahren haben mehrfach Wahlen stattgefunden. Dort wurde die erste weibliche Präsidentin Afrikas gewählt, die heute Friedensnobelpreisträgerin ist. Und das sind, glaube ich, alles Erfolge, auf die man zurückschauen muss. Die aktuellen Aufgaben von UNMIL sind etwas anders. Es geht um den Schutz der Zivilbevölkerung, um die Sicherung von humanitären Hilfsleistungen, um die Reform des Sicherheits- und Justizsektors. Das ist nach wie vor eine sehr schwierige Aufgabe. Oder eben auch um die Sicherung der Menschenrechte. Und ich finde, die zahlenmäßige Reduktion dieser Mission, aber auch die Veränderung des Auftrags zeigt deutlich, dass es sich hier um eine erfolgreiche Mission handelt. Es wird aber auch klar, der Weg ist oft lang und der Weg ist auch noch nicht ganz zu Ende gegangen. Mit dem Mandat, das die Bundesregierung heute hier vorlegt, sollen deutsche Soldatinnen und Soldaten entsandt werden, um die Führung der Mission zu unterstützen. Und Deutschland soll sogar den stellvertretenden Leiter stellen. Das mag zahlenmäßig vielleicht ein geringer Beitrag sein. Er ist aber richtig und ein sehr wertvoller Beitrag, weil er auch großen Einfluss auf die Ausgestaltung dieser Mission bietet. Und ich wünsche den Soldatinnen und Soldaten, die in diesen Einsatz gehen werden, viel Erfolg bei ihren wichtigen Aufgaben. Und meine Damen und Herren, wir debattieren ja schon seit Längerem die neue deutsche Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und für uns Grüne bedeutet mehr Verantwortung in der Außen- und Sicherheitspolitik, mehr Einsatz für die Vereinten Nationen und ihre Bemühungen, weltweit für Frieden und Sicherheit zu sorgen. Und für die VN-Friedensmission heißt das ganz konkret, dass man vor allem die zivile Komponente stärkt und sie schneller verfügbar macht. Es heißt aber auch, dass man mehr Polizeipersonal in solche Missionen entsendet. Und es geht auch um den großen Bedarf an militärischen Fähigkeiten, gerade in den Bereichen Logistik, Transport und Aufklärung. Und Sie, Frau Ministerin von der Leyen, waren letztes Jahr in New York bei den Vereinten Nationen. Und Sie haben dort viel versprochen. Aber bis auf dieses richtige Mandat heute ist seitdem sehr wenig passiert. Wir waren gemeinsam als Obleute des Verteidigungsausschusses in New York bei den Vereinten Nationen. Und da wurde uns wirklich noch mal aufgezeigt, wie groß der Bedarf eigentlich ist, damit die Vereinten Nationen ihre Aufgaben in den Krisenregionen dieser Welt erfüllen können. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, statt jetzt die Zeit zurückzudrehen und die Bundeswehr nach einer kalten Kriegslogik aufzustellen und mehr Panzer zu beschaffen, sollten wir gemeinsam dafür sorgen, dass die Bundeswehr VN-fähiger wird. Und meine Damen und Herren, es ist leider nicht immer wie bei UNMIL und wie in Liberia. Nicht alle VN-Friedensmissionen sind in Bürgerkriegsstaaten Erfolgsgeschichten. Und das ist in der Regel nicht in erster Linie ein Versagen der Vereinten Nationen. Das hat aber sehr oft damit zu tun, was die Mitgliedstaaten tun und vor allem auch damit, was sie nicht tun. Und wir müssen schauen, dass die Vereinten Nationen ihrem Auftrag gerecht werden können. Und Deutschland ist hier kein kleiner und kein unbedeutender Mitgliedstaat, gerade wenn es um mehr Personal für VN-Friedensmissionen geht. Und Deutschland kann und Deutschland sollte hier mehr tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner in der Debatte hat Dr. Reinhard Brandl von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.